Morgens im Krupp-Gymnasium in Rheinhausen. Die Schüler stehen gespannt in der Einfahrt zum Fahrradkeller. Denn unter dem Motto Duisburg aber sicher, Aktion Licht, sehen und gesehen werden, nur Armleuchter fahren ohne Licht, machen Zweiradmechaniker die Drahtesel winterfest. Egal ob Mountainbike oder Hollandrad, jedes Fahrrad wird fachmännisch von den Mechanikern unter die Lupe genommen. Technische Mängel, die heute nicht behoben werden konnten, werden in einer Checkliste festgehalten. Das ist dann sozusagen die Hausaufgabe für die Eltern. Und auch Horst Wolf, Leiter der Unfallprävention der Polizei Duisburg, sieht hier die Eltern in der Pflicht. Kinder können das oft gar nicht in Ordnung bringen, also müssen die Eltern nachgucken. Die sind für ihre Kinder verantwortlich. Das sind nicht nur die Hausaufgaben, die kontrolliert werden müssen, sondern die sollen auch mal gucken, wie sieht das Fahrrad aus? Mit welchem Fahrrad ist mein Kind Tag für Tag unterwegs? Dazu sind die Eltern verpflichtet, die haben Erziehungsauftrag. Doch nicht nur am Fahrrad muss alles einwandfrei funktionieren und vorhanden sein. So wie diese Jogger sollten auch Radfahrer ihre Kleidung mit Reflektoren versehen. Denn die Läufer mit reflektierender Kleidung kann man trotz Dunkelheit gut erkennen. Für den Leiter der Unfallprävention ist es wichtig, den Schülern die Bedeutung der Aktion Sehen und Gesehen werden zu vermitteln. Ja, die sollen natürlich auch den Grund kennen. Wir wollen nicht einfach sagen, ihr müsst das und das machen, sondern wir wollen schon vermitteln, dass sie das einsehen. Dass sie also hingehen und sagen, ja, okay, das, was da erzählt wird, das sehe ich irgendwo ein. Die sollen das auch zu Hause erzählen, denn zu Hause sind die Eltern Autofahrer. Und die werden so manche Geschichte über den Radfahrer, den sie draußen beobachtet haben, erzählen. Und dann natürlich diejenigen sein, ja, die für ihre Kinder zuständig sind. Zum Abschluss der Aktion gab es für jeden Schüler dann noch einen Flyer. In diesem können die wichtigsten Verhaltensweisen für Radfahrer in der dunklen Jahreszeit nochmal nachgelesen werden.